Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich möchte nur zwei Dinge ergänzen. Ich freue mich, dass wir uns einig sind, dass es unsere gemeinsame Verantwortung ist, hierfür Abhilfe zu schaffen. Es sind viele wichtige Dinge gesagt worden, einige Dinge fand ich nicht ganz so wichtig, aber wir sind uns einig, dass wesentliche Verbesserungen bei den Schulleistungen wir nur dann erreichen können, wenn der Stellenwert der Bildung in unserer Gesellschaft wieder steigt. Das heißt auch finanziell. Deshalb erlauben Sie mir an dieser Stelle aus aktuellem Anlass eine Anmerkung. Die finanziellen Spielräume in unserem Land sind begrenzt. Die notwendigen Investitionen in die Bildung der nächsten Generation und damit in die Zukunft unseres Landes werden wir hier nicht alleine leisten können. Ich möchte Sie, verehrte Kollegen und Kolleginnen der SPD-Fraktion, daran erinnern, dass Sie hier wiederholt erklärt haben, sich für die Aufhebung des Kooperationsverbotes einzusetzen. Bitte geben Sie das Ihren Parteifreunden für die weiteren Gespräche in Berlin mit auf den Weg. Daran werden wir Sie hier in NRW messen. Der zweite Punkt, der mir noch viel wichtiger ist, wir werden diese Debatte nicht erfolgreich führen können und zu Veränderungen kommen, wenn wir nicht akzeptieren, dass Lernerfolg und Bildung nicht nur abhängig von der Qualität der Schulen ist. In dieser Debatte ist an keiner Stelle über die Verantwortung der Eltern geredet worden. Und wenn wir das nicht in den Blick nehmen und auch da Ansatzmöglichkeiten suchen und gucken, wie wir die Eltern ins Boot holen, wie wir dafür sorgen, dass der Stellenwert der Bildung in den Familien und in den Bekanntenkreisen, in der Gesellschaft, wenn wir nicht schaffen, dass das einen höheren Stellenwert bekommt, dann werden wir nur ganz, ganz kleine Früchte ernten. Ich bitte, das mit zu bedenken. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Pieper. Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin Löhr.